tägliche Begrüßung. Seht nur, dies sind die einzigen Erinnerungen in diesem Gebiet. Dieser Teil bedeutet der Weg der Reinheit. Und hier ist ein Verweis auf das Blut des Titanen. Dort steht, die Chabrutur kämen hierher, um es zu trinken. Das Blut des Titanen muss die Chabrutol am Leben erhalten und ihnen ihre Macht verleihen. Aber wo ist es? Es sei denn... Lyrium. Das Blut des Titanen ist Lyrium. Das ist eine äußerst gewagte Schlussfolgerung, Walter. Alles, was geschehen ist, hängt mit Lyrium zusammen. Die zerstörten Minen, der singende Stein, das alles führt hierher. Wir müssen dem ein Ende machen. Wie jetzt? Sollen wir ein ganzes Ding zerstören oder was? Muss ich machen jetzt? Okay. Sollen wir jetzt das Herz zerstören? Oder wie verstehe ich das jetzt? War das jetzt eine so gute Idee? Gut, Blackwall, du gehst erst drauf. Merrick, du gehst mal bitte an diese... Achso, warte mal. Ich muss ja raus. Ich muss die mal ein bisschen mehr verteilen. Dorian. Taktik 1, ja, ja. Was? Halt, oh. Immun gegen Körperschutztreffer, Immunität gegen Verhöhen. Was soll man? Ich muss es probieren, einfach mal. Was wir jetzt am blödesten machen. Hauen erstmal das Lehne hier kaputt, denke ich mal. So, das ist hinüber. Ich glaube, das war ein Fehler. Warte mal, Jungs. Hier drauf. Und man steht halt auch so nah dran hier. Ich bin schon wieder tot. Die hören nicht auf mich, die Leute. Ich muss mich mal kurz wiederbeleben. Das gibt's doch nicht!
Der liegt so scheiße da. Gut, jetzt zerstört erstmal den Lyrenverbund, hä? Oh mein Gott. Oh. Was macht eigentlich Blackwall? Es regeneriert sich anscheinend. So, mal kurz Pause drücken. Pause. Okay. So, warte mal. Ich muss mal eine Barriere machen. Ich hoffe, was es klappt jetzt, oder? Ausweichen. Gut, wir haben verloren. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. So eine Kacke aber auch. Nochmal von vorne. Problem ist, wenn man die an eine Stelle anklickt in den taktischen, dann rennen die aber wieder ganz woanders hin. Gut, du musst trotzdem mal was trinken. Sicher, sicher. Ja, das kennen wir schon. Was überspringen? Ich möchte das gerne überspringen hier. Okay, wartet mal. Ich denke, ich bleibe mal Taktiksübersicht. Einige haben mehrere zielbare Stücke Tabulaten zwischen ihnen zu wechseln. Ja, das wissen wir. Ihr greift das mal an. Ne, ne, beschützen. Angreifen. Varric. Rüber so. Die greifen. Gut, der macht erstmal eine Barriere. Vielleicht hilft das so. Obwohl, wenn wir das eher kaputt machen. Ich kann ja aber ohne Husch rein. Varric, hau mal hier drauf. Kannst. Dorian. Ja. Ich muss mal kurz mit. Blackwall, hallo. Noch mal raus. Ah, verdammt, verkehrt. Ah. Scheiße. Ganz schön schwer. Das ist ja schon wieder weg. Weil die immer so aneinander stehen. So, Blackwall, du bist die letzte Möglichkeit. Was ist jetzt passiert? Das muss doch irgendwie klappen. Wir müssen die Lyrium-Dinger zerstören.
Problem ist, die machen, was sie wollen. Ja, das kennen wir schon. Und diese ohne Scheiß Anblick hier. Okay, ihr geht. Warte mal. Dorian. Beric und Dorian stellen schon ein bisschen weiter außerhalb. Boss, Elite. Nein! Oh. Du greifst das an. Und du greifst das an. So, ich gehe wieder auf ihn. So, Pause. Und jetzt. Das machen wir so. Das machen wir so. Du mal eine Runde Trunktröten. Schildschlag. Erstaunlich. Das Lyrium-Ding muss weg. Was jetzt passiert? Scheiße, das passiert auch. Wir standen zu weit weg, alles klar. Alter Falter. Ich muss doch erstmal das die Felspeitschen weg. Mal irgendwas hier. Ach so. Ah! Befehl aufheben. Achtung, da kommt was. Toll. Komm schon. Da bin ich schon umgefallen. Laufen. Oh nein, das gibt's nicht. So was Schweres habe ich noch nie erlebt. Ja gut, wer weg. Wir schauen wir doch erstmal alle zusammen auf das Innen, dann auf den Lyriumader. Dass die Ranken uns nicht Schaden zufügen. Die ganzen Arten. Dann können wir ohne Probleme auf die Dinger, dann hauen wir auf die zweite. Auf der Tröder mal. Ja, und dann passiert das hier. Das muss weg. Gut, Hammer. Jetzt muss das weg. Warte, ich muss mal rumtröten. Weil wenn das weg ist, sollte es eigentlich klappen. Ich habe doch gerade getrunken. Komm schon. Perfekt. Jetzt hier in der Mitte. Haut auf den Ding drauf.
bisschen Schild aufbauen. Vielleicht Schild einmal. Ach nee, gut, jetzt. Jetzt. Scheiße. Dorian ist umgefallen. Was bist denn du schon wieder? Der Junge geht mir auf den Sack. Wo ist denn Dorian? Wie liegt denn der hier? Wir hätten das beinahe geschafft, aber ich weiß nicht, wo Blackwall rumrennt. Halt, warte mal. Na toll. Wieso? Ah! Blackwall! Weil du wieder anders rumrennen musstest. Kann man... So, Dorian. Also mit Barricade ist nicht alleine schaffen, oder? Aufpassen. Bring mal so hin. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es. Zu zweit. Genau, wiederbelebt mal welche. Wir sind auch schon voll tot. Oh weia. Gut, Blackwall, trink mal. Ich muss mich hier drauf konzentrieren. Das wird reichen. Ah! Was war das für ein Arsch? Oh, oh Gott! Weg, 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 weg! Machen wir es halt Stück für Stück. Boah! Walter, seid ihr verletzt? Oh, zu laut! Das Lied! Stopp! Ich bin... Es geht mir gut. So also fühlt sich Magie an. Es sah aus, als wärt ihr während des Kampfes von reinem Lyrium getroffen worden. Ja, es hätte mich vergiften müssen, aber ich fühle mich gut. Sogar mehr als gut. Ihr sagtet, das Lied sei zu laut. Es hat euch Qualen bereitet. Es war Chaos. Der Rhythmus, dem ich hierher gefolgt bin. Nur viel stärker, übermächtig. Aber es ist fort. Ihr hättet mich beinahe getötet. Was geschieht, wenn ihr das nächste Mal die Kontrolle verliert? Das wird nicht geschehen. Ich würde euch niemals Schaden zufügen, Inquisitor.
Ihr habt eine Art Zauber gewirkt. Das sollte eigentlich unmöglich sein. Es war kein Zauber, es war ein Unfall. Es ist alles in Ordnung. Konzentriert euch, Walter. Wir schweben noch immer in Gefahr. Der Stein ist verstummt. Der Rhythmus ist verklungen, ebenso wie die Beben. Aber das Lied hallt noch nach. Es erzählt mir so vieles. Die Bresche. Sie hat den Titanen aufgewühlt. Nun jedoch ist er beruhigt, denn er hat eine Verbindung zu einem seiner Kinder. Zu mir. War das der Titan? Haben wir ihn getötet? Der Titan ist am Leben. Das hier war ein Echo, ein Hüter. Aber ihr habt ihn verstummen lassen. Ist dasselbe wie hier auch in dem Teig geschehen, in dem ihr Paragon Garals Buch gefunden habt? Ja, aber ich weiß nicht, was den Titanen damals aufgewühlt hat. Es mag sein, dass es mir das Lied verrät. Irgendwann. Ihr sagtet, ihr wärt ein Kind des Steins, nicht ein Kind der Titanen. Ich bin mir nicht sicher, was ich bin, aber der Titan hat mich erkannt. Wie ein Vater, der die Stimme seines Kindes hört. Der Titan hat euch verändert, Walter. Ihr müsst vorsichtig sein. Ich bin jetzt anders, aber ich bin immer noch eine Bewahrerin. Isana, so nennen wir das Lyrium und betrachten es als Geschenk des Steins. Dabei ist es so viel mehr, als wir uns je vorstellen konnten. Ich wurde in die tiefen Wege entsandt, um vergessene Geschichte aufzuspüren. Das hier ist nur der Anfang. Ich werde hier bleiben. Die Chabritol haben Leutnant Ren getötet. Und sie sind noch immer hier unten. Habt ihr keine Angst vor ihnen? Nein, ich bin rein. Ich kann mich verteidigen. Der Titan ist nur der Anfang. Was sonst könnte es hier noch geben? Die tiefen Wege sind voller Wunder. Voller Antworten auf Fragen, die uns bisher noch nie in den Sinn gekommen sind. Wo werdet ihr leben, wenn ihr hier bleibt? Wovon werdet ihr euch ernähren? Ich habe mein Gespür für den Stein. Und jetzt noch so vieles mehr. Mir wird nichts geschehen. Ihr seid die erste Zwergin in ganz Zeldas, die je Magie gewirkt hat. Eure Hilfe wäre für uns von unschätzbarem Wert. Es gibt an der Oberfläche keinen Platz für mich. Diese Welt müsst ihr retten, nicht ich. Der Einsturz der Mine, Rens Tod, das alles ist geschehen, um mich hierher zu führen. Wenn sie hier bleiben will, ist das ihre Sache. Ich für meinen Teil würde gerne die Sonne wiedersehen. In den tiefen Wegen geschieht nie irgendetwas Gutes und das hier wird keine Ausnahme sein. Wem könnte sie hier unten schon schaden, abgesehen von sich selbst? Ich bin dazu berufen, mich auf die Suche zu begeben, Inquisitor. Hier gehöre ich hin. Ich verlasse diesen Ort mit mehr Fragen als Antworten. Aber das heißt nicht, dass ihr es auch tun müsst. Seid einfach nur vorsichtig. Die Halle der Bewahrung in Orsama wird wissen wollen, was euch widerfahren ist. Sagt ihnen einfach die Wahrheit, dass ihr es nicht wisst. Lasst uns gehen. Na bitte, er kommt immer zurück. Her mit dem Geld, Salrocca. Also das war ein richtig harter Kampf. Was hat das mit den Kelchen eigentlich zu tun, hä? Haben wir noch irgendwas
offen. Hier ist nichts. Ah, hier. Die Jäger der Inquisition sind mit hochwertigen Zetal-Häuten zurückgekehrt, die nun verkauft werden können. Okay. Ein Schrein der Dunkelheit verfügbar. Achso, das. Achso, hier kann man Gold ernten. Die Reich. Ein von der Inquisition freigeräumter Tunnel in der Bastion der Reinen führt zu einer Höhle, die reich an Bodenschätzen ist. Können dort große Mengen nützlicher Materialien abbauen. Okay. Die Speer der Inquisition, die die Legion der Toten in den Ruinen des Heidrunteigs unterstützten, berichten, dass es bislang keinerlei Kontakt mit Bewahrin Falda gab und sie auch nirgends gesehen wurde. Allerdings sei vor kurzem ein sonderbarer Schrei aus den Höhlen des Titanen gedrungen, der so laut war, dass er sogar noch oben im Lager beim Bergaufzug zu hören war. Von wem dieser Schrei stammte, ist unklar, aber es schien weder die Stimme einer Bestie noch einer Kreatur der dunklen Brut gewesen zu sein. Bewahrerin Walda versucht womöglich wieder Kontakt zu ihrem Volk aufzunehmen und könnte dabei Hilfe benötigen. Es wäre vielleicht am besten, wenn Ursama in diesem Fall selbst tätig wird. Wir sollen den König bitten, einige Truppen der Legion der Tod nach Bewahrerin Walda zu suchen lassen. Angesichts der Gefahren, die es mit sich bringt, diesen Ort zu betreten und auch wieder zu verlassen, wäre ein kleiner Aufklärungszug am besten dafür geeignet, nach Bewahrerin Walda zu suchen und nun Gewalt Aufmerksamkeit zu erregen. Auch wenn die Mühe möglicherweise vergeblich ist, könnte ein gemeinsamer Suchtrupp aus Einheiten der Inquisition und der Legion der Toten vielleicht herausfinden, von wem dieser Schrei stammt, der ohne dabei ein großes... Genau. Die Höhle des Titanen wurde bis zu Bewahrerin Waldas letzten bekannten Aufenthaltsort durchsucht, doch abgesehen von kleineren Gruppen der Schapitol, die rasch vernichtet wurden, war dort nichts zu finden. Walda scheint sich tiefer in den Titanen zurückgezogen zu haben. Und sie ist nicht die einzige, die verschwunden ist. Auch Leutnant Renz' sterbliche Überreste ruhen nicht mehr in seiner Grabstätte. Wer sie von dort entfernt hat oder warum, ist unklar, aber es geschah erst vor kurzem. Weitere Schreie aus den Höhlen des Titanen waren nicht zu hören. Die Speer der Inquisition haben außerdem von einer weiteren Entdeckung berichtet. Der Tunnel zum Quell existiert nicht mehr. Jegliche Versuche, die nackte Felswand zu durchdringen, endeten mit zerstörten Werkzeugen und nur geringen Auswirkungen auf das Gestein. Die Baumeister haben deshalb nervös, aber nachdrücklich empfohlen, die Bemühungen einzustellen. Okay. Und ich sage hier wieder mal Tschö mit Ö. Wir sind aufgestiegen. Yay! Bis bald.